Hallo, ihr Lieben. Geht's euch gut? Nee. Doch, uns geht's gut. Weil wir sind doch die Guten. Ne? Wisst ihr das nicht? Sagen uns doch die Mädchen jeden Tag. Geht's euch gut? Ja. Ja. Wenn die westliche kapitalistische Marktwirtschaft dafür sorgt, dass überall auf der Welt Freiheit, Demokratie und Glück gebracht wird, dann sind wir doch die Guten, oder sind wir das nicht? Es kommt immer darauf an, aus welcher Sichtweise man es betrachtet, aber wir sind auf der richtigen Seite. Wir sind die Guten. Die Bösen, ne? Die leben nämlich im Osten. Das wissen wir. Die Sachen und Spiegel und Stern und Bild und wie sie alle heißen. Es gab da gerade so einen schönen Artikel auch, oder nicht nur einen, es gab mehrere. Putins Propagandamaschine. Jeden Tag bekommen wir aus den Medien die westliche Betrachtungsweise geliefert. Wie gut die NATO ist, wie gut Amerika ist, dass ein Eingreifen in Irak, in Afghanistan, in Venezuela, in der Ukraine alternativlos sind. Und jetzt kommt eben auf einmal auf diese Artikel in den Medien zahlreiche Leserbriefkommentare, die seltsamerweise nicht auf Russisch sind, die sind auf Deutsch, auf Englisch, überall auf der ganzen Welt, also nicht nur hier bei uns in Deutschland. Und was fällt der Presse dann ein? Putins Propagandamaschine, die bezahlten Trolle. Wer fährt auch wie ich jeden Monat in die russische Botschaft und holt sich seinen Scheck ab von Putin? Also man kann eigentlich nur noch lachen. Aber es kommt immer darauf an, wie man mit zweierlei Maß misst. Wenn Janukowitsch damals auf dem Maidan durfte auf gar keinen Fall schießen. Geht nicht, ist er der Böse. Dann hat eine Putschistenregierung Regierungsgebäude besetzt. Wenn diese selbe Putschistenregierung jetzt im Osten der Ukraine fordert, dass dort Regierungsgebäude geräumt werden, dann sind es die Putschistenregierung gut und die Ostukraine, die sind böse. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn Putin das Kanzlerhandy abgehört hätte? Da würde diese Putschistenregierung jetzt mit Hubschraubern auf Zivilisten schießen. Vorgestern Abend wurde ein Entbindungsheim und eine Unfallstation beschossen, wobei eine Krankenschwester starb. Okay, an die Toten haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Ja, jeden Tag sehen wir es, hören wir es. Ich habe einen ganzen Ordner davon mitgebracht. Mit Toten, mit Einschüssen, könnt ihr euch alles anschauen. Das, was dort herrscht, ist Krieg. Wenn die USA im Irak einmarschiert und mal so ein paar hunderttausend Menschen tötet, dann ist die USA gut. Wenn Putin auf der Krim eine Abstimmung durchführen lässt, um die Bevölkerung der Krim zu fragen, von wem sie denn in Zukunft beherrscht werden wollen, dann ist Putin böse. Aber wir haben ja gelernt, wo wir für Menschenrechte und Demokratie sind, wo wir Soldaten hinschicken müssen. Und wir haben gelernt, wo wir da mal ein Auge zudrücken müssen. Zum Beispiel in Guantanamo. Seit Waterboarding weiß ich auch, was ein wasserdichtes Alibi ist. Die USA, Obama, sind da in Pakistan etc. mit ihren Drohnen. Wenn sie jemanden anklagen, dann bringen sie die Anklageschrift, die Verhandlung und das Urteil gleich mit. In einem Zug, dauert nur eine Sekunde. Meistens sind da noch ein paar Unschuldige mit davon betroffen.
die sind dann auch tot. Wenn aber Putin einen Showprozess gegen Schotkowski macht in Russland, einen Oligarchen, der die Ukraine, der Russland ausgeblutet hat, dann ist Putin böse. Was ist schlimmer, ein Schauprozess oder über 3000 Drohnentote? Wir haben ja jetzt einen neuen Bundespräsidenten, so neu ist er auch nicht mehr, so sieht er auch nicht mehr aus. Dieser Bundespräsident stellt sich hin und sagt, manchmal muss ein junger Mensch sein Land verteidigen und muss etwas für sein Land geben, und wenn es das eigene Leben ist. Wie bitte? Nein, meine Söhne kriegt ihr nicht. Er ist der Präsident der Herzen. Ich hätte mir ja einen eher für den Verstand gewünscht. Charista in der Nähe von Lugansk wurde angegriffen. Erst wurde versucht, die Barrikaden anzugreifen. Da sind die rechte Sekte, die da kämpfen, die Putschistenregierung, gescheitert. Daraufhin haben sie die Stadt direkt angegriffen und haben 80 bis 100 Zivilisten getötet. Aus Rache, weil sie die Barrikaden nicht überwinden konnten. Toll. Das finde ich ganz toll. Dann auf der Webseite der ukrainischen Botschaft in den USA kann man jetzt eine Rede von Yatsenyuk nachlesen. Yatsenyuk, ein lupenreiner Demokrat, möchte in der Ostukraine aufräumen. Und zwar mit Subhumans, mit Untermenschen. Hatten wir das nicht alles schon mal? Ich werde oft gefragt, warum ich mich hier so engagiere, ob ich fanatisch bin oder sonst irgendwas. Ich bin nicht fanatisch. Ich bin friedlich. Ich möchte Frieden. Nicht nur hier, ich möchte Frieden überall auf der Welt. Und wenn ich mich dafür einsetze, dann werde ich belächelt. Dann laufen die Leute hier vorbei, desinteressiert, gucken vielleicht mal. Da drüben sitzen sie, schauen Fußball. Okay, sollen sie Fußball gucken? Aber sie sollen sich informieren. Und wenn Deutschland nicht spielt, dann sollen sie hierher kommen. Und sollen mit uns gemeinsam für Frieden sein. In allen Ländern, auch in Brasilien, wo Straßenkinder getötet werden für dieses Fußballfest. Warum ich außerdem hier stehe, ist, wir haben es vor über 70 Jahren erlebt. Wir haben hier die Nazis erlebt. Wir kennen unsere Geschichte ziemlich gut, soweit sich jeder intensiv damit beschäftigt hat, nicht nur das glaubt, was in den Geschichtsbüchern steht. Wir wissen, was es für ein Regime war. Und wir wissen, wir wollen nie wieder Faschismus haben. Als der Zweite Weltkrieg vorbei war, wurde immer wieder gefragt, wie konntet ihr das zulassen? Oder es wurde gesagt, ich habe doch von allem nichts gewusst. Aber genau das ist doch heute wieder. Die Leute stecken ihren Kopf in den Sand, Brot und Spiele, sie schauen in den Fernseher, sie konsumieren, sie schauen Medien, aber sie tun sich nicht informieren, richtig informieren, den eigenen Verstand einsetzen. Kann denn das überhaupt sein, was uns da in diesen Medien erzählt wird? Und wer ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, der weiß, der sieht das, dass da irgendwas nicht passen kann. Und deswegen, ich möchte da nicht irgendwann dastehen und sagen, ich habe doch von allem nichts gewusst. Dankeschön.